Herzlich willkommen zur weiteren Folge hier. Thomas, wir werden jetzt Paletten liefern an die Brauerei. Und später noch zur Malzfabrik. Dann können wir gleich Malz liefern zur Hausbrauerei im Anschluss. Ja, die Bodentemperatur ist ein bisschen kalt. Ansonsten würden wir der Aussaat beginnen. Bei Hopfen. Muss man sich überlegen, ob man das jetzt machen würde, weil dann kommt man gleich morgen früh. Ist ja garantiert dann entsprechend wärmer sein, ne? So, ich starte mal. Kursgenerierung. 2, euch. 10. Das ist irgendwie morgen fertig, das ist gut. So, hier gleich in grün. Wir haben ja zum Glück eingestellt vorher, dass wir das hier machen wir 3. Dass wir zum Beispiel schon Hopfen drin haben. Kann das ganz schnell passieren, dass es schief geht, ne? Ja, so kann er manchmal auch fahren, ne? Gut, da brauche ich jetzt 17 Minuten. Das ist genau richtig zur Zeit, wo wir dann sagen können, aha, jetzt haben wir die Folge geschafft. So, LKW. Das ist Dolly. Gut, da können die beiden arbeiten. Wir fahren das zur Brauerei. Wir haben ja keinen mehr da. Keizer da, aber ja, lohnt sich nicht, ne? Wenn noch ein Rest da sein sollte, ja. Gerade so gekommen um die Kurve. Ja, Brauerei liefern, Paletten, dann gleich nochmal die die Malzfabrik. Genug Paletten sind mittlerweile schon da bei der beim Schlachter. Die Schweine sind auch genug da. Das heißt, mehr haben wir nicht. Beziehungsweise die müssen mal wachsen. So. Moment zum Lager. Paletten. Na, jemand hier auf Arbeit? Dann sehen wir kein Laufen hier. Oh, da sind wir. Werden die letzten nicht genommen. So. Wird wohl reichen, ne? So, das haben wir den nächsten. Und dann können wir im Anschluss gleich die Malz mitnehmen. Wenn was da sein sollte, das natürlich nicht mehr da ist. Und dann entsprechend dann Brauerei bringen.
globalen Marker nicht aktiviert. Ich bin aber tödlich. Na gut. Das könnte ich ja gleich machen. Aber heute haben wir zu tun mit Beliefern von Leerpaletten und Beliefern von Malz. Können wir mal sehen, ob er sind wir. So. Holen wir gleich den Rest raus. Fast alles draußen. Ja, Molkerei. Mal gucken. Ob wir der Milch noch ab da haben, ne? Müssten wir eigentlich. Das heißt, ganz kurz nachschauen. Milch, Kuhstall, Milchhof. Milch haben wir da. Wir haben eine neue Kälber gekriegt. Das ist schön. Schweine. Und die haben noch ein bisschen Zeit. Das sind noch relativ junge Schweine. 0,2. Das sind ja die. Die alten mit den ersten Ferkel. Das sind meine Kälber. Ja, das dauert noch ein bisschen, aber gut, auf zur Brauerei. Und dann fahren wir zum Hof, holen uns die, wahrscheinlich wird die Milch nachgefragt bei der Molkerei. Davon geht mal aus. Und dann werden wir sehen, dass wir es verkaufen. Komm nicht rum, du. Müssen mal tricksen, sonst wird noch nicht wachsen. Keiner gesehen, ne? So. See. Innenansicht. Stabilen Zaun hier. Mit Vollgas. So, auf zur Malzfabrik. Malz voll, aha. Oh, oh. Ich sehe was, glaube ich auch voll. Ja, dann haben wir genug davon Zeug. Dann werden wir an Malz haben wir auch nicht viel. Dann werden wir die verkaufen. Verkaufen wir halt zum Baumarkt. Also Brauerei brauche ich keine. Einziges wäre noch Pellets. Die können wir noch hinfahren.
Dann kriegen die auch einen Schwung. Und Verpackung brauchen auch noch welche. Ja, besser wir mal zu unserer Produktion beliefern, als wenn wir jetzt hier unnötigerweise jetzt verkaufen ohne Not. Und dann nachher kriegen wir keine Produkte raus. Schon günstig. Ja, fahren wir da oben lang. Dann fahren wir am Sägewerk vorbei. Und dann die ersten gleich Pellets. Weil da brauchen wir sowieso später, wenn der Strom kommt, damit wir da entsprechend produzieren können, brauchen wir im Prinzip Rohmaterial. Ne? Platz haben wir noch hier. So. Die nächsten fahren wir halt gleich hierher. Gucken, wo das Lager hier ist. Papierfabrik. Ah, hier vorne ist doch. Das passt schon, ne? So. So, haben wir alles verliefert. Was haben wir Zeit? 12. Wüste. Jetzt können wir noch zurückfahren zum Hof und die Milch aufladen. Und dann schaue ich mal, ob ich gleich den globalen Markt aktivieren kann. Offline. Ganz kurz zwischen den Folgen kurz rausgehen und aktivieren. Eingesoffen, oder? Ja, düngen. Das wächst einfach nicht, ne? Das wird nachgewachsen. Nach garantiert. Ja, mit 3 Tagen ist es eng. Gib ehrlich zu. Jetzt haben wir einen Fehler gemacht, also. Weil das Düngen auch nicht so richtig funktioniert, ne? Weil das ist ungünstig. Also 6 Tage ist, glaube ich, guter Wert. Muss halt am 5 spielen und dann geht das. So, auf zur. So, da haben wir schon. Können wir auch den Anhänger mal richtig anhängen, ne? Wegstellen. Muss ich mit vorne ranfahren, vorwärts. Ah. Nase juckt. Ja, da können wir noch Mist theoretisch zur Produktion fahren und die Gärreste, ne? Start, Milch. Milch, so liebe Schauer, das soll es dann für heute gewesen sein. Ein bisschen kürzer, aber blöd warten, ist ja auch doof. Dann schaue ich gleich mal beim globalen Markt nach. Tschüss und winke, ciao. Schönen Dank fürs Reinschauen. Tschüss.